Hi und willkommen zum dritten Teambuildings-Video aus der PBA. Dieses Mal müssen wir gegen Nodus Eternal mit seinem Team Gentleman Rapier an. Und in seinem Team ist sehr viel Druck drin an sich. Auf jeden Fall bringt er hier mit im S1-Zygarde 50%, dann hat er noch ein Mega-Galagladi. Ebenso im A bringt er mit ein Voltolos in der Tiergeistform, ein Anego, im B hat er Klavion, Quajutsu ohne Wandlungskunst, also mit Sturzbach und ein normales Visaflor. Im C bringt er hier mit Alola Sobilicat und Fiaro und im D hat er Coalelo, Vivillon und Lumineon. Ja, die größten Threats auf seiner Seite her sind, denke ich mal, Mega Galagladi, sobald er sich setupt. Hier gab es eventuell Cut, wenn es weiter anfängt, ich weiß es nicht. Ja, also es gab einen Cut. Wo war ich stehen geblieben? Die Threats auf jeden Fall sind seine beiden S-Tiers. Anego ist ein Threat, auf jeden Fall, da habe ich kaum Switchens drinne. Nur verteilt, je nachdem, was er für ein Set spielt. Also, wenn er Straufler drauf hat, dann kann er schon mal ein gutes Mon von mir einfach mal weghauen. So als Beispiel. Klefki ist ein Hardcore gegen Snivel. Klefki ist generell gut, er kann Thunderwave spammen, da kann ich nur ein Zapdos raus, dagegen kann er Toxic drücken, er kann Screens setten, was Gellert und Sigano nochmal ordentlich pusht. Und Thunderous T auch so, weil der Double Dance spielt. Thunderous T ist halt auch krass. Nimmt mein Wassermann raus, nimmt Crusader raus, also Qualium und so weiter. Dann habe ich noch Angst vor Fiaro. Das kann auch gefährlich werden, tatsächlich mit dem Z-Move. Das einzige Switch, also fast Softcheck habe ich, ist Zapdos. Wenn der Zed Bravebird spielt, kann ich da rein. Aber wenn der Zed Flabbit spielt, kann ich da nicht immer rein, tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall, Alola Sobilicat ist das auch eklig. Weil es Abgangstirade hat und es hat eine 115er Speedbase und es ist genauso schnell wie mein schnellstes Mon. Und ich habe mein schnellstes Mon nicht bei, wie ihr es schon so seht. Auf jeden Fall, ja, Coalelo kann auch Druck machen, wenn er Scarf spielt mit Zuflucht und so. Ansonsten ist das jetzt nicht so tragisch. Kren kann ein bisschen schlimm werden, wenn er mixed ist. Ansonsten sollte das alles machbar sein. Ja, das Team soll es richten, was ihr jetzt hier schon die ganze Zeit seht. Auf jeden Fall kann ich, bevor ich zu Gargantus komme, kann ich sagen, ich hatte vor Gargantus noch ein Snivel drinne, weil ich ein bisschen viel Angst vor Zygarde hatte, aber als ich mir das Team so angesehen habe, hatte ich noch ein bisschen mehr Angst vor Anego, weil Anego kann er höchstwahrscheinlich mehr mitnehmen gegen mich als Zygarde. Er kann natürlich beide mitnehmen, das ist legitim, aber ich sehe Anego mehr als Zygarde so. Auf jeden Fall haben wir hier ein Gargantus statt Snivel, weil Snivel tankt kaum Hits ab, so. Und auf das Gargantus-Set soll es richten gegen Anego. Es kann ohne Damage-Investment und ohne hartem Wesen oder was auch immer Angriffswesen, ist das einfach mal ein safer Two-Shot gegen ein Zygarde ohne KP-Investment. Und der Ice Punch kann so mindestens 70% ziehen, tatsächlich. Auf jeden Fall. Wir haben hier die Offensivweste mit 22 Special Death Investment und sachtem Wesen. Aus dem Grund sind wir gegen Choice Backs Anego, glaube ich, kein Two-Hit? Oder kein One-Hit mit... Nee, kein Zephyr One-Hit. Wir gucken nach. Auf jeden Fall... Es ist der beste Check gegen Anego, außer er hat Strauchlauf-Set. Wir schauen nach. So, 3 Attacks. 50. Voilà. So.
Ja, Grassert ist drauf, wie ihr seht. Und wenn wir jetzt hier noch Choice Specs drauf tun, plus Golurk hier suchen. Golurk. The Mountain. Okay, gut, wir sind ein safer Two-Shot, aber ich glaube, ich habe so viel reingemacht, dass ich Max Damage 70% bin. Genau so war das. Und wenn ich den Choice Specs jetzt einfach mal wegmache, bin ich nicht mein Two-Hit. Also, er muss schon Specs spielen, sodass. Oder halt, ja doch, er muss Specs spielen oder plus 1 sein. Weil wenn er Non-Specs ist, plus 1 ist, bin ich halt wieder das Gleiche. Also ist wieder das Gleiche. Sonst kann er mich nicht Two-Shot mit einem Grassnut und EQ reicht halt dreimal aus. Ja. So, dann kann ich euch noch zeigen wegen Zygarde. Hier ist jetzt einfach so ein Uber-Set. So ein Standard-Ding. Und ich habe die 36 Death Investment. Wie ihr seht, ich kann nochmal Full Attack gehen. Reichen genau aus, um kein 3-Hit von einem non-damage-boostenden Item und Element Zygarde zu sein. Mit 1000 Errors. Ja, Ice Punch. Ihr seht, 76,5 bis 91,8 hier. Und das ist schon mal krass. So, ja. Drain Punch, um halt Recovery zu haben. Shadow Punch, um halt nice Steps zu haben. Ja, ansonsten brauche ich eigentlich nur EQ, Ice Punch, Drain Punch. Und Shadow Punch ist halt mehr nur für Talonflame tatsächlich, weil ich treffe es mit Ice Punch auch neutral, aber Shadow Punch zieht halt noch ein bisschen mehr. Ja, ansonsten hatte ich halt nur drei Moves, die ich halt so brauche, ne? So, kommen wir zum zweiten. Das ist Cobalion, wo ich beim Item jetzt nicht so zufrieden bin, weil ich so viele Optionen hatte, die ich spielen konnte. Ich konnte eine 50% Bär spielen, ich konnte Leftovers spielen, ich konnte Expert Bär spielen, ich konnte alles spielen auf Dämon. Was ich noch nicht hatte, so, ne? Aber ich bin jetzt auf Leftovers hängen geblieben, weil ich dann mir so dachte, ja, ein bisschen Recovery kann es sich denn noch haben. Hat zwar nicht den Damage Output, aber es soll ja eigentlich nur für Anego auch noch da sein. Und, für was sollte es noch sein? Für Anego und. Warte, ich hab's gleich. Ach, für Greninja, genau. Also. Die 204 Attack Investment reichen genau aus, um Greninja mit Close Combat zu one-shotten und Anego mit Ironhead zu one-shotten. Genau, so ist es. Ansonsten. Ich bin kein Spec Surfer One-Shot gegen Greninja, wenn ich mich nicht täusche. Wir können nachgucken. Crusader, dann. Greninja. Mach einfach Specially Based. Level 50. Und Protein ist halt erstmal weg, weil wir haben kein Protein drauf auf dem Mon. Und Choice Bags. Also die Hydro ist auch eine 31%ige Chance, um zu One-Shotten. Aber. Aber Surf ist halt kein Tusch, also kein One-Shot auf jeden Fall. Ja, Void Switch ist halt dazu da, um Momentum zu holen, weil wir haben diesmal nur zwei Mons, die Momentum holen können, und zwar ist es, und das ist eins davon, und Tarnsteine ist halt dazu da, um Tarnstein zu legen. Ja, kommen wir zu, ich glaube, mitunter das wichtigste defensive Mon, was ich gegen ihn brauche, weil er checkt alles physische weg, er checkt Zygarde weg, also Cresselia checkt Zygarde weg, checkt Gallade weg, Anego kann es handeln, je nachdem, was für ein Set ist, physisches Greninja kann es gut handeln, wenn er kein Night Slash spielt, hält Venu relativ weg, Talonflame hält er weg, Coalelo kann er weghalten, also Cresselia ist eigentlich nur. Also, Hauptaugenmerk ist es für Zygarde und Gallade gedacht. Und Talonflame, je nachdem. Wenn Zapdos ein bisschen angechippt ist. Ansonsten
soll es einfach alles weghalten, was mir gefährlich werden kann. Ja, Moonblast und Psyshock sind die einzigen Moves, die ich brauche, weil damit treffe ich alles neutral bis sehr effektiv, bis auf Klavion. Und Klavion macht dagegen nichts. Andersrum. Ich mache gegen Klavion nichts, weil Toxic kann ich nicht drücken darauf und Moonblast ist halt Heilungsmove. So, der Rest. Ja, ich habe 4 in Special Attack reingemacht, weil ich dann minimalen Damage Output mehr habe und ansonsten sollte das eigentlich so machbar sein. Ja, Full First Step, weil plus 2 Knockoff kann mich 2-hitten, wenn ich das Item noch habe und danach 2-hittet es mich nicht mehr, wenn ich instant auf Moonlight gehe. Genau, und dann kann ich mich halt gegen stallen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gesehen habt und auf jeden Fall ist das nicht so schlimm, weil das ist nur eine Bestätigung, dass mein Fenster gleich ausgeht. So, kommen wir zum nächsten Mon. Und zwar zu der Win Condition. Sobald Talonflame, also Fiaro und Bisaflor raus sind, habe ich gefühlt das Match gewonnen und ich muss nur auf plus 1 kommen. Weil er kann dann mir nichts mehr machen. Aus dem einfachen Grund, ich Return ist halt, also Altaria ist halt krass. Ihr seht, ich habe ein Bulky Offense Altaria. Ich brauche nicht mehr Full Attack spielen. Ich brauche kein Full Speed, weil ich mich mit Dragon Dance booste. Der Speedwert ist ein bisschen komisch an sich, weil ich wollte mich auf Full Speed Coalelo Speed creepen. Dann habe ich gesehen, je nachdem, was ich halt brauche für Attack Investment, kann ich da ein bisschen mehr in Speed reingehen. Jetzt habe ich so viel Speed wie ein Modest Full Speed Venu. An sich ist das genau halt, also wie ein Full Speed 80er Base, der kein Full Speed Wesen hat, so. Also kein Frost Wesen oder Timid Wesen oder je nachdem, hastig, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wäre, wenn er Scarf Venus spielen sollte und Modest ist, wären wir im Speed-Tie und wenn er Timid ist, würde er mich outspeeden. Aber es ist ja nicht dazu da, um Venus rauszunehmen. Außer es ist halt natürlich langsam und angechippt und dann könnte ich das mit plus 1 EQ natürlich rausnehmen. Ja, Dragon Dance ist halt klar, Return ist klar, damit treffe ich einfach mal alles, also besser gesagt, Return und Q-Tail treffe ich alles bis auf Talonflame und Venu. Und Hyper Voice habe ich noch drauf, um falls er sowas spielen sollte wie Full First Def Alola Persian mit Fur Code, weil selbst auf plus 1 macht Return vielleicht ein 2-Hit. Ja. Also, ansonsten, wenn er halt kein KP-Investment hat, vielleicht nur 4 in der Def, könnte nach Rocks der Return reichen auf plus 1. Ansonsten Schallwelle ist ein fast One-Shot bis Two-Shot. Ein Safer. Auch bei minus Spezialangriffswesen, auf jeden Fall. Weil Hyperboys wird ja noch geboostet durch Pixelate und so weiter. Und ansonsten, ja wie gesagt, 164 Attack brauche ich bloß, um halt alles auf plus 1 zu One-Shotten, Safe, beziehungsweise bis zu Two-Shotten. 180 KP-Investment konnte ich fahren. Da bin ich, je nachdem, was das für ein Set ist von Greninja, kein Two-Hit von einem Gangshot. Kein One-Hit von einem Gangshot, sorry. Und ansonsten die restlichen Werte, also die Defense-Werte sind halt viel verteilt in dem, weil ich sonst eine gerade KP-Anzahl hätte. Hätte ich im Speed packen können, dann hätte ich 133 Speed, aber wollte ich nicht. Weil somit denke ich natürlich den Gangshot ein bisschen besser. Ja. Kommen wir zum Zapdos. Zapdos ist diesmal Mixed Death, Mixed Offense. Aus dem einfachen Grund, ich muss Modest 116 Special Attack spielen, um mit einer HP Ice and Safe 2-Hit gegen ein Non-KP investiertes zu gerade 50% zu machen mit HP Ice. Hab die ihr Papa Berry, um halt als, weil ich diesmal kein Roost spiele, weil ich 3 Attacks spiele und Defog ist halt das einzige die Heilungsmöglichkeit, die ich halt habe. Kann ausreichen, kann natürlich auch daneben gehen. Und wie ihr seht, ich habe halt 140 Death, ist halt das, was ich halt übrig hatte. Und die habe ich da reingemacht, weil ich dann. Entschuldige.
wenn du vielleicht ein bisschen besser handeln kannst tatsächlich. Ja, Statik ist halt Statik. Je nachdem, ob sie triggert oder nicht, kann es für mich gut sein. Außer er hat irgendwo Heal-Bell oder Aromacore drauf. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, Venu kann Aromacore oder so. Oder Coalelo, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ansonsten ist Zapdos halt da, um halt ein bisschen Damage zu tun. Ja, mit Thunderbolt kann ich halt ein bisschen Damage machen. HP Ice ist halt noch ein Tod gegen Thunderous T. Ja, gegen Aloy Persian mache ich ein bisschen Damage, U-Turn, um halt die Switch Advantage zu holen. Und Defog, um halt die Steine zu defoggen. Genau. Kommen wir zum letzten Mon, was auch, also was halt mehr revengen soll, da es halt den Scarf trägt und eventuell, je nachdem, was schon raus ist, cleanen kann. Ja. Primarena. Child Scarf. Torrent, weil ich Liquid Voice nicht brauche. Weil, ja, aus dem einfachen Grund, ich könnte es spielen, dann hätte ich statt Scald noch Hyper Voice und würde durch Sub gehen. Wäre ein cooles Gimmick, weil Hyper Voice ist halt stärker als Scald um 10 Punkte. Ansonsten Hydro Pump, um zu breaken, Ice Beam, um halt gegen Venu was zu haben und Moonblast, um halt den anderen Stat zu profitieren. Genau. Und mit Moonblast breake ich natürlich auch relativ gut durch. Das einzige Mon, was eventuell gut reinwechseln kann, selbst auf einem Scald, ist ein eher speziell defensives AV Full HP Anego. Ansonsten will da nichts reinwechseln, so richtig. Ja. Selbst Venu kriegt gut Damage. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Team. Also mit dem Teambuildings-Video. Ich denke, ich habe alles gesagt, was ich sagen sollte. Und würde sagen, wir sehen uns morgen zum Spieltag. Und ja, wir sehen uns morgen zum Spieltag. Haut rein. Ciao.